Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale, Heart of Winter. Immer noch im Drachenauge. Nach den Erfolgen, die wir beim letzten Mal hier, oder nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Bombardierkämpfer und gegen die Spinnen, den wir hier hingelegt haben, sind wir magietechnisch jetzt ein bisschen arm dran, fürchte ich fast. Du hast, naja, Hast hätten wir noch. Er kann sich nochmal spiegeln und einmal blenden. Wobei Blenden nicht viel bringt. Schutz vor Versteinerung hätte uns hier auch nichts geholfen. Verschwimmen ist natürlich auch nicht schlecht. Glück, ja gut, das sind aber alles so passive Sachen. Er hat noch zwei Schädelfallen. Die haben wir uns Gott sei Dank aufgehoben. Und zweimal die magischen Geschosse. Lariel hat noch ihren heiligen Schlag. Da muss ich noch mal kurz mal reinspicken, denn beim letzten Mal hatten wir die auf die Bombardierkäfer angewendet. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob die da so richtig was abgekriegt haben. Also dieser Zauber setzt Energie aus der leuchtenden Ebene frei, um einen Kanal zwischen dieser Ebene und dem Ziel zu öffnen. Alle bösen Wesen, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers befinden, erleiden 1 bis 4 Schaden pro Stufe des Anwenders. Das ist übrigens Nekromantie. Uiuiuiui. Lariel, was hast du denn mit Nekromantie zu schaffen? Mit einem Rettungswurf gegen Zauber kann der Schaden höchstens halbiert werden. Wenn der Rettungswurf scheitert, erblindet das Opfer. Für eine Runde. Das ist nicht schlecht. Das ist auch ein Flächenangriff. Das gefällt mir. Die Knochengerüste hier, die Toten, die belebten Toten sind noch da. Das ist schön. Wir haben noch einmal eine mittelschwere Heilung. Wir haben noch den Gesang. Der Gesang, da muss ich auch noch mal kurz reingucken. Genau, der machte uns alle zwar ein bisschen langsamer, aber dafür wurden unsere Angriffsschadens- und Rettungswürfe gesteigert, wohingegen Gegner gegenteilig beeinflusst werden. Wobei das nicht auf Untote geht, richtig? Sehe ich das? Richtig? Nee, stimmt gar nicht. So, was hast du da? Auch noch eine leichte Heilung und einen Segen. Ja, schön. Gut, wissen wir jetzt. So, das sieht so aus, dass es ja hier... Nee, du sollst nicht alleine irgendwie lang gehen. Das sieht so aus, als wären wir jetzt hier am Ende der Höhle. Das heißt, liebe Elfe, geh mal... Du hast schon ganz leuchtende Augen, ich sehe das wohl. Geh mal gucken. Geht's da durch? Tatsächlich, da geht's durch. Also sei ein bisschen... Elfer? Haben sie dich nicht durchgelassen? Du sollst da hingehen. Willst du mir jetzt sagen, du kannst da nicht hingehen? Kann da keiner von euch darüber laufen? Können da nicht drüber laufen. Also müssen wir tatsächlich da oben rum irgendwie gehen. Okay. Schade, jetzt waren wir so neugierig. So, und hier ist eine Art Brücke, okay. Ich quicksave lieber zwischendurch jetzt öfter mal, weil wir ja nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Ich glaube, Fallen müssen wir hier nicht so erwarten. So, da geht's tatsächlich durch. Können wir uns mal so hier hinstellen? Geht das? Oh. Eine Phasenspinne. Ah, die waren irgendwie ziemlich hässlich, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir die jetzt angreifen konnten. Wir versuchen es mal mit den normalen Geschossen. Ob das funktioniert. Ja, du hast... du gibst uns Hast. Das werden wir jetzt... Und dazu müssen wir alle zusammenstehen, Leute. Was brauchst du, Kumpel? Na gut. Müssen wir schon alle zusammenstehen. Kommt. Ach, die hat sich jetzt hier direkt vor uns teleportiert. Ja. Hau drauf.
Schädelfalle nutzt uns hier nichts, weil der uns viel zu nah dran ist. Du machst mal so in die Mitte mal diesen. Ich erwarte deine Befehle. Du gibst uns einen Segen und die anderen. Ich bin bereit, Kommandant. Versuchen drauf zu hauen und Elfer. Du versuchst mit den normalen, mit den üblichen Geschossen. So, mal die Runde mal abwarten. Und mal nachschauen. So. So, also die Magie, das magische Geschoss, bringt also deutlich Schaden. Also das sind jetzt hier mal, ja, 10 Punkte. Dann kam die Hast. Die Bogenschützen greifen an. Wir sind alle beschleunigt. Durch die Klinge von Gerwald 11 Schaden. Das ist auch eine magische Waffe. 4 Schaden durch den Skelettbogenschützen. Okay. Kritischer Treffer von Beregard. 8, 10 Schaden durch Wucht. Schön. Und dann habe ich die Pause eingeschaltet. So. Ihr seid ja durch mit dem Zaubern. Dann. Du kannst auf mich zählen. Schießen, ne? Hab ich gesagt, schießen, ne? So, schießen. Nicht hinlaufen, schießen. Und du. Ah, du hast noch einen. Mach den mal. War zu viel. Und der Segen kommt jetzt erst. Okay. Ist ja auch nicht so schlimm. So, gut. Ich bin bereit für Abenteuer, klar. So, stellt euch mal so ein bisschen dahin. Geht's da auch hoch? Ich bin hier. Elfer, du bist doch flott. Bist doch noch beschleunigt. Dann saus mal hier runter. Oh. Wir haben noch eine Phasenspinne. Okay, dann müssen wir das nochmal verschieben. Was willst du denn jetzt schon wieder? Komm ruhig näher. Ich hab genug Tote für alle. Oh, das geht aber relativ gut. Das ist gut. Nee, Elfer. Elfer. Lauf, lauf. Geh mal gucken. So, was haben wir? Gold. Ein Breitschwert, ein magisches. Ein Kettenhemd. Einen normalen Schild. Schöne Pfeile für Elfer. Einen Bogen und... Ereweins Journal, lese ich das richtig? Ereweins Journal, ah ja, okay, das wird interessant sein. Dafür brauche ich jetzt gleich meine Brille, sonst kann ich das nicht lesen. So, du saust mal zurück, bitte. Wir quicksafen und gucken uns kurz mal an, was du da so gefunden hast. Und zwar... Wohl, nee, wir haben noch Hast. Wir haben noch Hast. Deswegen läufst du jetzt nochmal hier lang und guckst, ob da auch noch was kommt. Kommt da was? Nee, da kommt nichts. So, und weil wir noch Hast haben, gehen wir erstmal weiter. Für den Fall, dass hier noch was zu bekämpfen ist. Dem ist scheinbar nicht so. Das sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwie ein Durchgang. Und da unten war auch sonst nichts mehr, ne? Sehe ich das richtig? Da ist sonst nichts. War nur noch eher, ne? Ja. Sonst ist da nichts. So, liebe Freunde, ja. Wir müssen mal rasten. Zum Rasten würde ich Folgendes vorschlagen. Wir gehen mal hier unten hin. Und zwar in eine Schlafposition. Wie machen wir die? Warum kann ich nicht drehen? Ich will da nur drehen. So. Könnt ihr euch so hinstellen? Geht das? Na gut, dann ein bisschen vor. So, wobei wir die Skelette... Die Skelette sind eh gleich weg. Schön nach hinten. Natürlich. Ich höre. Verstanden. Ich bin bereit. Mit Vergnügen. Du kannst nach vorne. Ja, na gut. Diese Geräusche da dabei. So.
So, und ich wollte Folgendes ausprobieren. Ja, ich weiß, dass ihr müde seid. Wir haben nämlich hier diesen Zauberspruch noch. Stille. Ah ne, Stille war nicht, was ich ausprobieren wollte. Da gab es auch diese Glyphe. Schriftrollenschatulle hat es nämlich du. Ach, sag bloß. Schutzformel gegen Feuer. Gift verlangsamt. Schutzformel, die nicht identifiziert ist. In den Rucksack. Und gegen normale Geschosse. Okay. Ja, schön. Schutzformel gegen Feuer. Okay, das haben wir dann zweimal. Ach, ach, ach. Ihr sollt ja auch nicht weitergehen. Ach. Alle sind sie am Meckern. So, das Buch gucken wir uns auch gleich mal an. Aber schleppen sollten die Burschen hier. Das kannst du mal nehmen. Was kannst du identifizieren? Feuerpfeile, sehr schön. Säurepfeile. Und das Breitschwert musst du tatsächlich identifizieren. So, die Pfeile geben wir mal an Elfa. Und das will ich mir kurz angucken, bevor wir rasten. Die Glyphe haben wir ja nicht mehr, sonst hätte ich jetzt den Schutz gewirkt. So, Irreweins Journal, ein Auszug. Morgen werde ich versuchen, die Berge im Kuldahar-Pass zu überwinden. Irgendwie habe ich so eine Ahnung, dass ich Hrothgar, meine Güte, ich krieg den immer nie ausgesprochen. Hrothgar, das war der uns doch damals angeheuert hatte und den anderen bei ihren Unternehmungen helfen sollte. Schließlich sind sie nahezu schutzlos, falls es in der Gegend Monster geben sollte. Aber egal, vielleicht haben meine Brüder recht. Wir Elfen sind einfach nicht dazu bestimmt, uns unter die Menschen zu mischen. Dieses Land mag einst unserem Volk gehört haben. Doch, das ist lange her. Heute ist es das Gebiet der wilden Redget, Redget, Barbaren und von Zehnstädten. Weshalb sollten wir etwas dagegen unternehmen? Wer sich auflehnt, muss grausame Kriege und Eroberungen dulden, um das einst herrschende Land wieder zu erlangen. Ein solches Unterfangen ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ach, jetzt lasse ich mich schon wieder gehen. Naja, Corellon, hilf mir. Ich rede ja schon wieder wie fetter Xan. Okay. Gut, Irrewein, das war also der Elf. Ein toter Elf, leider jetzt tot. Und ich sag jetzt mal gute Nacht. Mal vorher speichere ich nochmal. Ach, ach. Da war doch was. Das hatte ich so befürchtet. Ja, ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Ja, ich fürchte, ihr müsst die jetzt erstmal totschlagen. Echsenmensch. Echsenmensch, die sind alle gleich. Also, drauf. Ja, kritischer Fehlschlag bei Beregard. Ja, die sind halt müde. Also diese Glyphe des Schutzes, die hätte uns jetzt natürlich vor der Entdeckung dann wahrscheinlich geschützt. So, dann stellt euch mal wieder schön dahin. Habt das? Dann ich bin bereit für Abenteuer. Kannst du ja nochmal einsammeln gehen. Doch, du machst das. Ich mach's. Die Kohle, die lassen wir doch nicht liegen, hör mal. So, jetzt kommst du wieder zurück. Schön kuscheln. Oh. Ich hab so eine Ahnung gehabt. Ist da irgendwie ein Abgang? Nee. Wo kommen die denn her? Ja, kriegen wir die denn platt alle? So müde wie wir sind. Jetzt mal hoffen. So, einer ist platt. Okay, es geht ja relativ gut. Warum stehst du eigentlich da vorne? Naja, ach so, du kommst da sonst nicht dran. Naja, gut. Du bist vorbereitet.
Komm, du machst noch mal den Hammerschlag da rein. Heiliger Schlag ohne Wirkung. Heiliger Scheiß. Ups. Jetzt wollte ich gerade den Trank nehmen. Okay, das war Satz mit X. Einmal nix. Das bedeutet, wir holen uns schnell den Quick Save. Und nächtigen doch lieber draußen. Besser ist das, glaube ich. Okay, Leute. Auf geht's. Hat ja keinen Zweck hier drin. Da liegt ein Dolch. Ein Kurzschwert war das, ne? So. So, da sind wir jetzt und gut's Nächtle. So, hervorragend. Quick Save. So, genug frische Luft geschnappt und wieder rein. Und den Bereich hatten wir ja jetzt hier zur Gänze hier abgegrast. Also können wir da oben weitergehen. Die Truhen hatten wir auch schon reingeguckt. Ja. Wie viel Zeug haben wir dabei? Na, das hält sich so in Grenzen. Das war auch ein ganz normales Kettenhemd, ne? Kettenhemd. Du hast ja schon was schönes Blaues. Und du hast noch was viel Schöneres. Und du hast auch ein Kettenhemd, also ganz normales Kettenhemd, wie du das auch schon vorher hattest. Trank der Stärke hast du. So, das Buch wollte ich aufheben. Wir haben das zwar jetzt gelesen, aber wenn das ein Questgegenstand ist, brauchen wir den vielleicht. Oh, ja. So, ein Stück waren wir jetzt hier ja auch schon hochgegangen. Ich weiß allerdings nicht, ob das vor dem Speichern oder nach dem vorm Sterben oder nach dem Sterben war, wo wir gespeichert hatten. Deswegen ist vielleicht. Ich will jetzt nicht. Ich möchte ungern. Jetzt. Hier eine Schädelfalle reinsetzen, die ist dann weg. Ich möchte mal hier um die Ecke linsen. Guckst du mal? Da ist gar nichts drin. Was kommt da? Oh. 1, 2, 3. Hier, also 3 habe ich gesehen. Da kommen mehrere. Da geht es auch Treppe rauf. Geh mal ein bisschen außen, dass du nicht so im Licht stehst. Was soll immer die da schwatzen? Oh, 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 okay. Das habe ich mir gedacht. Bring den mal mit, einen einzelnen schaffen wir ja. Ihr stellt euch da mal hin, Lariel. Auch. So. Ja. Elfa positioniert sich mal da und ihr beiden stellt euch mal hier so ein bisschen hier hin. Bis der da ist, schützt du dich mal und du haust dir mal die göttliche Macht drauf. Und ihr werdet jetzt mal eure Rüstungen anlegen, weil wir hier wahrscheinlich auch Fernkämpfer dabei sind. So, los geht's. Fernkampf. Wir sind fertig. So. Jetzt könnt ihr auch mit angreifen. Solange der alleine kommt, geht das ja. So, sammel das mal ein. Ja, das ist doch Goblin leicht. Dann mach du das eben. Gold. So. Elfa. Versuch nochmal herauszufinden, wie es da so weiter aussieht. Da ist ein Kessel.
Also eine Kochstelle. Hier ist aber jetzt erstmal nichts mehr drin. Das ist schön. Das ist auch vor allen Dingen gut zu wissen. Oder sind das einfach nur Lichter, dass die hier ihre Wege erhellen? Ja, das habe ich mir gedacht. Die erhellen. Oh, da kommen jetzt eine ganze Menge. Brauchen wir die Schädelfalle. Und bitte, Elfer, lauf nicht da rein, okay? Kannst du die da positionieren? Versuch das mal. Und Elfer, sei bitte vorsichtig. Ganz vorsichtig, bitte. Ah. Ach, das war klar. Das war... Ah. Nee, oder? Arme Elfer. Ja, jetzt haben wir eine von den schönen Schädelfallen hier verbraucht. Dann macht er noch eine hin und du... Hurtest dich aber bitte. Also, jetzt wissen wir zumindest, dass wir da nicht so ohne weiteres dann vorbeikommen. Und wir haben nur einen erwischt. Das ist schade. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit einhast. Ich dachte, da kommen mehr mit. Na gut. Ich höre. Kein Problem. So, was soll's. Du gibst der Elfer mal ein bisschen Starthilfe. So, links oder rechts ist jetzt die Frage. Ich nehme an, dass das hier im Kreis geht. Ich möchte ja eigentlich mit Elfer da noch ein bisschen weiterlaufen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie... jetzt schon schleichen muss. Im Schattenverstecken fehlgeschlagen. Da kommen zwei. Okay. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit durchschlagen. So. Ich erwarte, ich kümmere mich drum. Jawohl, erwartet die da mal so ein bisschen. Ja, bin schon dabei. Mein Schwede. Helfer, komm, saus schnell her. So, drauf. Jawohl. Was brauchst du? Ich bin bereit. Na gut. Attacke. Du stellst dich dahin. Ich höre an. Dass der da nicht vorbeikommt. Und ihr drei, Fernkampf. Auf den ersten. Brigade müssen wir ein bisschen aufpassen. Der steht jetzt zwischen beiden, wollte ich gerade sagen. Macht ihr mal alle was, damit wir den jetzt hier mal schnell vernichten können. Und du stellst dich mal dahinter. So. Na? Geht doch. Ja, ich möchte, dass du nicht immer im Weg stehst. Immer ist das alles. So schön. Nicht alleine. Ja, das ist in Ordnung. Geht mal vor. Ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen jetzt. Wir sind neugierig, wir gehen jetzt hier gucken. Hast du noch was Schönes hier für ihn? Ja, mach mal einmal. Bisschen heile, heile Geißlein. Und den Segen heben wir uns auf. Der ist jetzt viel zu schnell weg. Ja, das ist in Ordnung. Denke ich. Das denke ich auch. So, einer, ja, einer geht. Einer geht doch. Hast du deine Heilerei noch? Nein, hast du nicht. Ja, das hoffe ich auch, dass du das jetzt noch hinkriegst.
Habt ihr noch was Magisches? Ach, du hast ja noch jede Menge Magie. Och Gott, ach Gott. Hab ich ganz vergessen, dass ich zwischendurch geschlafen habe. Ja. Jawohl. Noch ein Brandöl. Vielleicht sollten wir das Brandöl bei denen ja ausprobieren. Das wäre wieder eine Schleichtour für Elfer. Wollen wir das als zum Abschluss hier vielleicht mal versuchen? Stellt euch mal da alle so hin. Ich glaube, bis hierhin war nicht. Jetzt mache ich mal einen Quick Save. So, wer hat das Öl? Du hast das Öl, das gibst du mal weiter. Du hast jetzt drei Stück. Okay. Das Buch könntest du mal ihm geben. Und den Schlüssel hier, den brauchen wir noch gar nicht mehr. Können wir wegtun. Beiseite tun. Ja. Ist das jetzt geschickt? Sind die eigentlich schwer? Relativ schwer. Naja, aber du kannst ja noch einiges tragen. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt die Hast noch anmache. Denn wir sind sowieso gleich am Ende der Folge. Und ich möchte versuchen, Elfa noch hier runter schleichen zu lassen. Sie soll das hier nochmal abgrasen. Und dann möchte ich mal sehen, wenn sie da das Brandöl reinwirft. Obwohl, was bringt uns das, wenn wir das jetzt machen, ohne dass wir den Kampf zu Ende bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Nächste Frage. So, aber auf jeden Fall ich bin hier. Einmal den Speedy Gonzales und ja. Und du hast noch den heiligen Schlag, der da vorhin überhaupt nichts gebracht hat. Machst den Segen, brauchst wieder ewig und drei Tage dafür. Na, 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 zack. Jawohl. Wir gucken mal, wenn das nur drei sind, dann schaffen wir die. Drei sehen wir, okay. Dann, Kurulas, wie schnell bist du mit deiner Gangolf? Achso, die waren ja beide weg, okay. So, Feuerball, also magisches Geschoss, ist ja kein Feuerball. Noch ein magisches Geschoss auf den. Okay. Ich bin hier. Ah, du schießt auch auf den und ihr drei stellt euch mal so ein bisschen in Position. Vier sind's, okay. So, jetzt kommen zwei magische Geschosse. Und die haben ihn sehr schwer verletzt. Und er ist leicht verletzt. Das heißt, du schießt weiter auf ihn. Was soll es sein? Du verbratzelst ihm auch nochmal einen. Zu deinem Befehl. Und du bestückst jetzt. Siehst du den? Oder siehst du den eher? Nimmst mal den. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit aufhalst. Ja, du sollst jetzt dieses grüne Etwas da direkt vor dir angreifen. Ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Ich muss. Und du, Beregard, wo stehst du? Ist das alles? Und Lariel ist hier unten, ne? Ich erwarte deine Befehle. Du gehst auf den. Mach doch noch mal ein bisschen Spaß da rein. Sie ist unterbrochen worden. Hervorragend. So. Zwei sind tot. Der ist fast tot. Und der ist schwer verletzt. Also. Haut sie um. Wieso rennt er jetzt fort?
Nicht schlecht. Aufstellung, Freunde. So. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit. Na gut. Die Zeit totschlagen, klar. So. Und solange wir noch schnell sind, sammelst du bitte schnell ein, was hier rumfliegt. Und schauen wir, sind mal müde. So, da haben wir auch ein schönes Stück. Diesmal geschafft. Da geht's über eine Brücke und was uns dahinter erwartet, das werden wir uns beim nächsten Mal genauer angucken. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Icewind Dale Heart of Winter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.